Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und wie Sie hier schon an unserem Wasserfall sehen können, geht es diesmal um ein Thema zur Begrünung der Erde, also um ein Naturthema bzw. ein Thema, was nicht direkt mit EM und Terra-Preta zu tun hat, nämlich, wie Sie sehen, Kakao. Also Sie sehen erstmal keinen Kakao, Sie sehen nur einen Wasserfall, aber der gehört zur Fazenda Juarana Milgrosa. Juarana Manigrosa. Juarana Milagrosa, so rum. Die Fazenda Juarana Milagrosa, eine ökologischer, leer Vorzeigebetrieb, eine Kakaofarm. Die haben die Kakaofarm hier 2001 übernommen haben sie übernommen, weil die verkauft werden sollte und sollte alles abgeholzt werden. Und wie wir heute sehen werden, lernen werden, also ich habe jetzt nur diese Tour mitgemacht, ich habe noch nicht so viel recherchiert über Kakao, aber Kakao ist erstmal eine ganz, ganz leckere Pflanze, beziehungsweise die Kerne der großen Früchte, die fermentiert werden, getrocknet werden, geröstet werden, gemahlen werden und dann noch weiter verarbeitet werden zu Kakaopulver, zu Schokolade und dergleichen. Also das ist eine ganz, ganz leckere Sache. Aber Kakao ist auch eine interessante Pflanze, weil Kakao wächst nur im Wald. Es ist eine Buschpflanze, kleiner Baum, der nur im Wald wächst. Und das heißt, er braucht Schirmpflanzen. Er wächst im tropischen Wald, er braucht die tropischen Temperaturen und viel Regen. Aber er braucht auch Schirmbäume. Also er mag nicht die volle tropische Sonne, damit kommt er nicht klar. Der Kakao möchte Schirmbäume haben. Und das ist natürlich spannend, weil damit der Kakao eigentlich, also schon als Pflanze eine Art Permakulturanbau, Agroforstanbau, also einen kombinierten Anbau mit anderen Bäumen mindestens verlangt. Selbst auf Plantagen, selbst auf den ganz professionellen nur Kakaoplantagen gibt es Schirmbäume für die Kakaopflanzen. Und dann ist natürlich der Weg nicht weit, dort eine Mischkultur zu machen. Und wir werden da noch ein paar Ideen heute sehen, beziehungsweise uns ausdenken, was man denn da alles als Mischkultur machen könnte mit dem Kakao. Ja, und am Ende dieses Lehrweges hier in der Juarana Milagrosa, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, ist dieser Wasserfall und deswegen meine kurze Impression von diesem Wasserfall. Aber es geht gleich weiter mit Impressionen vom Kakao. So, das sind Kakaopflanzen, so wie wir sie hier jetzt beobachten können. Ich gehe mal ganz langsam drüber. Ich werde hier auch mal den Weg weitergehen und mal schauen, hin und wieder mal Kakaopflanzen aufnehmen. Die wachsen hier zusammen mit Ölpalmen und Schirmbäumen, zum Teil einfach alten Bäumen, die hier schon lange, lange stehen. Hier ist eine ganz besondere Variante, eine Ölpalme unten. Primärer Regenwaldbaum in enger Umarmung, die wirklich zusammenwachsen. Am Stamm sind sie wirklich zusammen. Und darunter ganz typisch diese Kakaopflanzen. So hoch lässt man sie maximal wachsen, man muss die relativ häufig beschneiden. Kakao scheint nicht sehr schnell zu wachsen, wächst ja auch im Schatten, braucht ja diesen Schatten regelrecht. Und man pflanzt, wächst, lässt das gerne so, schneidet das gerne so, dass man das wie so eine Tasse kriegt, ein Cup, also eine Struktur, die so mit drei Ästen eigentlich auseinander geht in der Mitte. Also hier, da kann man es schön erkennen, da ist der Stamm,
dann geht es auseinander und da kann man es dann gut ernten. Da hat man, da gehen dann entsprechend die Früchte dran. Wir werden gleich sehen, wo entsprechend die Früchte dranhängen. Hier hängen gerade keine. Das sind relativ junge Pflanzen, wenn ich das richtig habe. Aber die wachsen, wie gesagt, relativ langsam. Also hat hier gesagt, die sind zum Teil 20, 30 Jahre alt, diese Bäume. Die hier sind, glaube ich, auch so fast so alt, 10 Jahre vielleicht. Also der wächst nicht schnell. Kakao wächst langsam. Wussten Sie, dass Kakao die Kerne, kennen wir ja, ne? Als Kakao, als Schokolade, als Kakaopulver. Aber das ist eine Frucht und die hat ein ganz leckeres, weißes, süßes Fruchtfleisch. Da haben wir zwei Früchte, da hängen sie dran. Wenn Sie die erkennen. Es gibt hier verschiedene Sorten, die haben hier irgendwie vier verschiedene Sorten Kakao, die sie hier anbauen. Mit zum Teil grünen Früchten, gelben Früchten oder roten Früchten zur Ernte. Auch verschiedene Größen. Ist es so eine organische Vorzeigefarm. Hier sind die Früchte. Die wachsen direkt am Stamm, die Früchte. Ne? Die Blüten sind direkt am Stamm und die Früchte sind direkt am Stamm. Das sind noch nicht reife Varianten. Die da oben, die sahen schon recht reif aus. Noch viel lange dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Die haben hier 180 Hektar insgesamt, aber davon 25 Hektar nur Kakaofarm. Der Rest ist primärer Regenwald, den sie aufgekauft haben, um ihn zu schützen. Und auch da sehe ich eine Kakaobohne, Kakaofrucht. Und das Fruchtfleisch, wie gesagt, ist, das Fruchtfleisch ist richtig süß und weiß und wird hier gerne auch als Saft verarbeitet. Und man kann Kakaosaft trinken und denkt mal, aha, ja, Kakao trinke ich gerne, ich nehme Kakao. Und was kriegt man dann? So einen weißen Fruchtsaft. Was ist das denn? Das ist der Saft von den Kakaofrüchten. Und was wir kriegen, und das war auch das, was man eigentlich ursprünglich genutzt hat von diesen Pflanzen, nämlich das Fruchtfleisch. Und erst später ist man wahrscheinlich auf die Idee gekommen, den Kakaokerne zu nutzen. Aber das Fruchtfleisch ist durchaus vielseitig. Es ist eben recht süß. Es kann zu Alkohol vergoren werden. Es vergärt sehr gerne, was ja auch Teil der Herstellung von Kakao ist. Bei der Kakaoherstellung läuft das wohl so ab. Ah, hier sehen wir. Schönes Bild. Bei der Kakaoherstellung, also hier sehen wir jetzt, Moment, haben wir das drauf. Da ist die kleine Kakaobohne, Kakaofrucht. Und da hineben sehen wir eine Blüte. Seht ihr das? Am Stamm direkt. Da, stell mal scharf. Hier, in die Mitte wieder. Das ist eine Blüte. Eine Kakaoblüte. Und daneben sind noch mehr Blüten. Jawohl. Kann man, glaube ich, erkennen. So, also das. So wächst das. Blüte direkt am Stamm. Hier sind nochmal ganz viele Blüten am Stamm. Und die werden befruchtet, also die müssen, der Pollen wird übertragen von Mücken. Nicht von Mücken, die Menschen stechen, aber von irgendwelchen Mücken. Und wenn da es viele Mücken gibt von dieser Sorte, die es natürlich im Regenwald eher gibt als auf Kakaoplantagen, wo man dann eben vielleicht auch Gewässer hat und andere Pflanzen und Mulch und so, da werden natürlich die Lebensräume für diese Mücken da sein. Die sind tatsächlich wichtig für den Ertrag. Also wenn man die Bestäubungsleistung verdoppelt, dann verdoppelt sich fast auch der Ertrag. Also die Bestäubungsleistung ist ganz, ganz wichtig. Ein Grund vielleicht mehr in den ökologischen Anbau zu gehen, beziehungsweise Lebensräume für die Mücken zur Verfügung zu stellen, die diese Blüten bestäuben. Also Kakao, wirklich eine Pflanze aus dem Regenwald für die Permakultur. Und diese Farm hier, Fazenda Guarana Milagrosa, hoffe ich habe es richtig. Man kann übrigens auch Bananen drüber anbauen. Hier sehe ich das gerade. Also man kann Kakao auch mit Bananen kombinieren.
Da oben gucken ein paar Bananenblätter aus dem Kakao raus. Diese Farm hier wurde gekauft ungefähr 2001 und bei dem auch zum Teil erweitert, also mehr aufgekauft, nicht wirklich die Farm erweitert. Aber sie wurde gekauft, nachdem hier die ganzen Farmen pleite gegangen sind, wegen einem Pilz. Diese Kakaopflanzen hier in dieser Region werden befallen von einem Pilz. Und zwar seit 1995 werden sie von einem Pilz befallen. Hier ist ein bisschen schwarz, das könnte der Pilz sein. Also der befällt nicht die Bäume selber, sondern direkt die Früchte. Die Kakaofrüchte werden schwarz, schrumpelig, pilzig. Ach, da haben wir richtig schön verpilzt, die kaputte. Also das ist auch hier ein Thema. Hier sind auch nicht alle Früchte gesund, sondern das ist, oh, haben wir es drauf, das ist eine Frucht, die ist ein Pilz befallen. Und dieser Pilz, da gibt es nichts, was man dagegen machen kann, auch im konventionellen Bereich nicht. Kein Fungizid wirkt genug. Hier waren 1995, gab es hier noch eine richtig, in der ganzen Gegend, das ist eine gesunde Frucht, die noch jung ist. Gab es hier, war Ilhéus, war die Hauptstadt des Kakaos Brasiliens. Auf jeden Fall wurde hier ganz, ganz viel Kakao angebaut. Und dann hat sich angefangen, hier so ein Pilz auszubreiten. Und zwar enorm schnell, überall, enorm aggressiv. Und hat zu reihenweise Pleiten und Aufgaben von diesen Kakaoplantagen, Farmen geführt. Und zwar in der Form, dass die alle pleite gegangen sind und dann entsprechend die Farmen von anderen Leuten aufgekauft wurden und abgeholzt wurden, damit man da andere Sachen anbauen kann, beziehungsweise vielleicht Holz machen kann oder was auch immer. Und um das bei dieser Farm zu verhindern, wurde das hier aufgekauft. Und spannend ist noch die Frage, wo kam denn der Pilz her? Und da gab es wohl ein Geständnis, eine Veröffentlichung eines Forschungsinstituts, einer Forschungsabteilung von Bahia, die sich mit Kakaoforschung auseinandergesetzt hat. Und diese Forschungsabteilung war wohl in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, bedroht von der Schließung, weil man gesagt hat, brauchen wir nicht. Die Bauern kommen auch ohne euch aus. Ihr seid zu teuer, wir werden euch nicht länger staatlich fördern. Irgendeine ministeriale Unterabteilung, Forschungsinstitut, das diese Kakaopflanzungen erforscht hat und entsprechend geholfen hat, Sortenzüchtung und dergleichen wahrscheinlich, Krankheiten. Und es gab ein Geständnis eines Mitarbeiters dieser Behörde, dass sie tatsächlich in dieser Diskussion um die Nötigkeit dieser Behörde den Pilz ausgesetzt haben, um ein Problem zu schaffen, das sie lösen können. Das Problem haben sie erfolgreich geschaffen. Das ist jetzt die, so hat uns das die Plantagenbesitzerin hier, die Kakaoversenderbesitzerin jetzt erzählt. Also das ist quasi nachgewiesen, jetzt 20 Jahre später veröffentlicht worden, wahrscheinlich nachdem das verjährt ist. Und das Problem haben sie auch erfolgreich geschaffen, das Problem haben sie erfolgreich in die Welt gebracht, den Pilz in Brasilien, diesen enormen aggressiven Pilz für diese Pflanzen verbreitet. Die ganzen Kakaofarmen sind pleite. Allerdings haben sie es nicht geschafft, das Problem zu lösen. Das war ja eigentlich die Grundvoraussetzung der ganzen Geschichte, dass sie das Problem dann auch lösen. Das haben sie nicht geschafft. Die Farmen sind allesamt pleite gegangen. Die komplette Kakaoindustrie an dieser Küste ist hinüber. Solche alten Bäume stehen hier drunter. Das ist ein riesenalter Regenbaum ungefähr. Ja, die Besitzerin hat gesagt, der muss ungefähr 150, 200 Jahre alt sein. Wäre ich nicht so sicher, weil das Zeug wächst ja hier verdammt schnell. Vielleicht ist er auch nur 100 Jahre alt, aber er ist alt. Und auch nicht alles, gerade in so einem Regenwald gibt es viele Sachen, die gar nicht so schnell wachsen, die eben sehr langsam anfangen zu wachsen, weil sie eben im Regenwald im Schatten quasi aufwachsen und dann erstmal die ersten Jahrzehnte sehr, sehr langsam aufwachsen. Und erst wenn sich dann Licht zeigt, dann entsprechend
nach oben wachsen und die Lücken füllen, so ähnlich wie in unseren Buchenwäldern. Also, und selbst das dann nicht unbedingt super schnell, sondern da gibt es noch viele andere Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Die dürfen eben gegen viele Krankheiten nicht allergisch sein, die müssen sie mit umgehen können und Pilze und Nährstoffe sich holen können und die Wurzelkonkurrenz aushalten. Also es ist nicht unbedingt immer der schnellste Baum, der in so einem Regenwald gewinnt und dort alt und groß werden darf, sondern es sind oftmals die, die langsam anfangen und besondere Eigenschaften zum Beispiel bei der Konkurrenz haben, indem sie über Wurzelausscheidung zum Beispiel Konkurrenten niederhalten, beziehungsweise mit besonders wenig Licht auskommen oder gegen Krankheiten besonders stabil sind. Das ist nicht so einfach. Also wir sehen, hier sind überall verschiedenste Bäume. Das ist eine Demeter-Farm, die ist auch biologisch zertifiziert und exportiert Großteil ihrer Sachen auch bis in die, also nicht persönlich, sondern über eine Kooperative, bis in die Schweiz und Europa. Und die bekommen pro Kilogramm Kaffeebohnen, also das sind dann, Moment, das sind fermentierte, geröstete Kaffee, ich rede mal Kaffee, Kakao. Kakao, fermentierte, getrocknete und geröstete Kakaobohnen, wobei ich das Rösten macht dann die Kooperative, fermentierte und getrocknete Kakaobohnen, die kriegen sie hier, da kriegen sie für das Kilo 11 Reals. 11 Reals sind ungefähr 3 Euro, Moment, ja, ziemlich genau zurzeit, 3 Euro kriegen sie für ein Kilo fermentierter, getrockneter, hochwertigster Edel-Kakaobohnen. Der normale Preis liegt wahrscheinlich eher beim Hälfte bis ein Drittel davon. Das heißt, die Bauern kriegen vielleicht 50 Cent bis 1 Euro für ihre, wenn sie das an der Kooperative abgeben, für ihre entsprechenden Kakaobohnen. Okay, für einen Kakaoliebhaber wie mich ist das natürlich das Paradies. Wir werden auch gleich da noch was zu essen bekommen in dem Zusammenhang. Und ja, ich habe schon gesagt, die werden fermentiert, die Früchte. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Die werden also fermentiert und dann erst getrocknet. Also die Bohnen werden, die Kakaofrüchte werden genommen, werden zerkleinert. Und das Fruchtfleisch wird mit den Kernen zusammen fermentiert. Dabei sollen gerne auch mal hohe Temperaturen entstehen, so 40, 50 Grad. Das sorgt dafür, dass die Samen die Kerne nicht keimen. Und dann werden sie getrocknet und dann werden sie weiterverarbeitet. Und dieses Fermentieren ist auch nötig, weil sonst gibt es wohl ganz viele Bitterstoffe. Also das Zeug ist wirklich nur essbar, wenn man es so aufwendig verarbeitet. Erst fermentieren, bestimmte Art und Weise mit bestimmten Temperaturen, dann trocknen, dann rösten, dann noch weiterverarbeiten und dann erst wird es die leckere Kakao oder Schokolade. Also man kann schon verstehen, warum man nicht gleich darauf gekommen ist, die Kerne so zu verarbeiten, sondern am Anfang erst an dem Punkt war, dass man das leckere Fruchtfleisch zur Alkoholherstellung bzw. als Nahrungsmittel verwendet hat oder für Saft und später dann darauf gekommen ist, was machen wir denn mit den Kernen, wenn wir schon die Früchte verwenden und dann eben das entdeckt hat, dass man die Kerne mit dem Fruchtfleisch zusammen fermentieren kann, trocknen kann, rösten kann, weiterverarbeiten kann zu dem leckeren Kakao. Kakao natürlich ursprünglich hier in Südamerika beheimatet, kommt hier also her, ist hier wirklich zu Hause und ist dann aber eigentlich zuerst zumindest nachweislich genutzt worden von den Mexikanern. Von den Azteken, da hat man es jedenfalls abgeschaut, beobachtet, dass die Kakaogetränke getrunken haben. Aber nicht so Kakao wie wir, schön süß und mit Milch und zum Einschlafen abends oder eben Schokolade zum Beruhigen oder dergleichen. Nein, sondern eher so mit, also als bitterer Getränk, so ähnlich wie wir unseren Kaffee trinken. Mit Kakao, mit Chili noch dazu und mit, weiß nicht, irgendwas war noch dabei. Also verschiedene zwei, drei Sachen, sodass man richtig ein scharfes, bitteres
Getränk hat, was sehr viel Energie geben sollte und auch also eher wach machen sollte und nicht einschläfern sollte, so wie wir heute Kakao verstehen. Also Kakao wurde eigentlich von den Mexikanern eher so benutzt wie unser Kaffee. Und es hat wohl scheinbar auch funktioniert, dass man davon wach geworden ist und das angenehm war zu trinken und man damit durch den Tag gekommen ist in irgendeiner Form. Chili ist ja auf jeden Fall anregend. In der Kommentar sieht man wieder eine verpilzte Frucht, da fängt es an. Ne? Das wird wohl nicht zu retten sein, die Frucht, nehme ich an. Es sei denn, man erntet sie sehr schnell. Hier eine gelbe Variante. Hier wachsen Bananen dazwischen. Ja. Also Kakao hat dementsprechend, ist ein Pflanze aus Südamerika, während Kaffee eben aus der alten Welt kommt und die Araber, wenn ich mich an die Geschichten, die ich über Mohammed gelesen habe, dann hat der schon vor über 1000 Jahren Kaffee getrunken. Es war da schon üblich, während Kakao eben tatsächlich erst seit, ja, weiß nicht genau wann sie angefangen haben, das weit verbreitet zu trinken, aber ich sag mal 1600, 1700, das als Getränk und Lebensmittel in Europa entdeckt haben und dann anfänglich auch auf Sklavenfarmen, also Sklavenplantagen angebaut haben, hier exportiert haben. Das war eine der wirtschaftlichen Treiber der neuen Welt, die Kakaoplantagen, neben Zuckerrohr, neben Kaffee, neben Tabak. Tabak war auch ganz wichtig. Hier mal wieder ein wunderschönes Exemplar einer Ölpalme dazu. Mal gucken, dass ich die gut auf den Schirm kriege. Da sieht man die schöne Krone. Da sieht man, dass die ganzen Blätter noch dranhängen. Da sieht man noch einen alten Fruchtstand von der Ölpalme. So sehen die aus. Bis zu 30 Kilo schwer. Und tatsächlich kann an diesen Ölpalmen dann sogar noch die Bahia Vanille zum Beispiel hochwachsen, also Rankpflanzen. Also Mischkultur ist, da ist der Kakao zu Hause. Das ist eigentlich seine Agroforst-Mischkultur, das mag er, das ist sein Weg. Ja, vielleicht noch zur Idee, wie man eben diesen Pilz bekämpfen kann, beziehungsweise was hier auf der Farm gemacht wird, um diesen Pilz zumindest so weit einzuschränken, dass man noch produzieren kann. Hier auf der Farm werden im Jahr 6 Tonnen Kakao produziert, was dadurch, dass hier, also es wird hier nicht wirklich ökonomisch gearbeitet, ne? Das ist ein Demonstrationsprojekt, ein Rettungsprojekt für den Regenwald und den Primärregenwald hier. Und nur teilweise wird hier eben auch ein bisschen produziert. 6 Tonnen, ich weiß nicht genau, wie die normalen Hektarerträge sind auf professionellen Plantagen von Kakao, aber die dürften sehr viel höher liegen. Da ernten die wahrscheinlich eher 1 Tonne pro Hektar oder 2 Tonnen pro Hektar im Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier ist also eine Demeter-Farm, eine anthroposophische Farm. Die ganze Demeter-Bewegung ist relativ stark in Brasilien. Speziell unter den Eliten, unter den reichen Leuten, die mögen das sehr gerne. Anthroposophische Schulen, anthroposophische Kosmetik, anthroposophische, also Demeter-Farmen. Wie interessanterweise in sehr vielen Orten der Welt, auch in Israel und so, wie ich erfahren habe. Und diese Demeter-Farm verwendet auch Demeter-Präparate. Das heißt, diese Hornmistpräparate, wo sie Silika, also irgendwelche Sande und Kuhmist in Kuhhörner füllen und eingraben und bestimmterweise behandeln und Mondphasen und Jahreszeiten und dann mit Wasser eine Stunde lang einrühren und Ton singen und was weiß ich und das dann versprühen. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Aspekte von diesen Demeter-Präparaten, mineralische, da sind bestimmte Huminsäuren drin, da sind ganz bestimmte Mikroorganismen drin, die eben aus diesem Kuhmist züchten letztendlich. Aber, das ist definitiv auch der Fall,
da sind eben Mesobakterien, Hefen und Photosynthesebakterien drin, wie sie auch in EM sind. Also ein guter Teil der Wirkung dieser Demeter-Hornmist-Präparate dürfte auch auf die Mikroorganismen da drin zurückzuführen sein. Und das soll hier sehr gut sein, dass sie das ab und zu mal versprühen, eben gegen diesen Pilz, um diesen entsprechend stabiler zu halten. Und das wäre natürlich auch meine Idee für Kakaoplantagen, dass man professionelle Spritztechnik hat, wo man mehr oder weniger alle ein, zwei Wochen durch die Farm fahren kann, um das mit EM zu vernebeln, mit effektiven Mikroorganismen, zum Beispiel Triatera aktiv. Also diese EMs sind so eine Art Sauerkrautsaft, Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, ähnlich wie Sauerteig oder Sauerkrautsaft oder Kefir. Und gemeinsam vermehrt, günstig herzustellen in großer Menge. Und man besiedelt sozusagen alle Oberflächen mit einer positiven Mikrobiologie und dann können entsprechend die Pilze und andere sich nicht mehr so stark ausbreiten, beziehungsweise werden wirklich perfekt kontrolliert mitunter, je nachdem, das muss man bei den einzelnen Krankheiten immer testen. Und das wäre, denke ich mal, ein Versuch wert, zu schauen, ob man diesen Pilz, den die korrupte Forschungsgesellschaft hier in Bahia diesen Pilz ausgesetzt hat, nicht geschafft hat zu kontrollieren, ob man den vielleicht mit einer intensiven EM-Besprühung, regelmäßigen EM-Besprühung in den Griff kriegt. Hier fahre ich gerade über einen Ameisenhügel. Und der ist wirklich so groß, wie ich hier fahre. Also das ist der Weg, auf dem ich gekommen bin. Hier sieht man am Weg, und der ganze Weg ist diese seltsame Erde. Das ist diese Ameisenhügelerde. So groß ist das Ding. Und er geht bis da oben. Da sind noch Hügel und da und da. Also unterirdisch ist das Ding 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter und mehr im Durchmesser. Verbundene Röhren, hier sieht man ein paar Röhren reingehen, die hier aufgemacht wurden von den Arbeitern wahrscheinlich, als sie hier den Weg gemacht haben. Und hier drunter sind also Ameisen und das dürften sogenannte Blattschneiderameisen sein. Das heißt aggressive kleine Dinger, die rausgehen und die auf die Bäume gehen und die Blätter Stück für Stück abschneiden und runtertragen bzw. fallen lassen in den Ameisenbau reintragen. Tief unten drin haben sie eine Pilzkammer. Die füttern dann ihren Pilz mit frischen grünen Blättern. Der Pilz produziert dann entsprechende Fruchtkörper. Die essen die Ameisen. Die Ameisen essen Pilzzuchtbrut aus grünen Blättern. Und die weiden dann so, ne, das ist wie eine Kuh hier. Die braucht 500.000 Quadratmeter, die sie regelmäßig abweidet und wirklich nahezu alles, was nicht nur nagelfest ist, dann abschneidet und benutzt für ihre Pilzzucht, um sich damit zu ernähren. Sieht man gerne in großer Zahl auch auf Wiesen und Weiden. Das ist wirklich eine dominierende Lebensform hier, diese Ameisen. Aber scheinbar gehen sie an den Kakao nicht ran. Desto widerstandsfähiger die Blätter sind, naja, doch ganz schön ledrig. Kriegt man aber gerissen. Vielleicht schmeckt er nicht. Vielleicht hat der Kakao irgendwas drin, dass sie das nicht mögen. Aber die alten Pflanzen, die alten Blätter kriegen sie wahrscheinlich nicht kaputt. Und die jungen Blätter kommen sie vielleicht nicht schnell genug ran. Ein paar Sachen sieht man manchmal, sind rausgefressen, ne? Das könnte durchaus Schaden von wer weiß was sein, ne? Okay, so viel zum Thema Kakao. Nicht ganz so tiefgründig heute, weil ich wirklich nur diese Führung mitgemacht habe und erzählt habe, was die hier, was die dabei mir kurz beibringen konnten in dieser kurzen Zeit. Aber das also eine organische Kakaofarm in Bahia, in Ilhéus, Serra Grande. Und ja, eine wunderbare Führung. Kann man gerne mal besuchen hier. Kostet irgendwie 20 Euro pro Person. Kann man hier essen für den Preis und eine sehr schöne Führung kriegen. Und im am Anfang gezeigten Wasserfall baden, was wir natürlich auch getan haben. So, habe ich die schöne Einstellung von der... Ah ja, halten wir mal
nochmal auf die verpilzte Frucht da. Da ist eine verpilzte schwarze Kakaofrucht. Und ansonsten mit diesem Bild einer Kakaofrucht grün am Stamm, demnächst reif und erntereif, will ich mich verabschieden. Bis nächste Woche. Tschüss.